wir brauchen jetzt einen Plan, sonst läuft hier alles aus dem Ruder. Ihr spielt jetzt einfach und dann fangen wir jetzt an mit den In-Ears. Cool. Stück für Stück für jeden. Das gut, wir fangen mit Henning hinten an. Ja? Okay. Alles klar. Gut, okay. Erstmal eine kleine Stärkung, Pascali. Okay. Matt, ja. Hier die Kommandozentrale. Hast du eine Phantomspeisung auf dem Brauchst du auch nicht hinter der Kamera so zu lachen? Warst du eigentlich schon mal einmal drauf? Kannst du? Nee, der da hinter der Kamera steht, ist selten drauf. Ja. Wollen wir den? Schön, schönes Vlog, schönes Vlog wieder heute. Es kommt ja alles, ich gehe mal ganz stark von aus, das wird ja alles in sein neues Musikvideo reingeschnitten. Geil. Aber ich habe noch nichts so rausgestreckt, sonst muss ich mal bei auf jedem Foto irgendwie jetzt mal so hast du die Chance. Den Lappen draus. Jetzt hast du die Chance. So. Dann kannst du da draus machen, wo du Bock drauf hast. Achso, wir filmen, ist das ein Problem für dich? Nö. Und wenn es jetzt zu spät wäre? Wenn wäre es jetzt zu spät, weil da schneide ich nicht alles raus. Ja. Ich finde das halt geil, wenn du einen Künstler verfolgst, sag ich mal, wie ist ein Album entstanden, wie ist hier der Raum entstanden und so, und das ist halt alles mit drauf. Die Kamera von der Ecke. Das ist für mich wichtig, ja. Ich kann noch ein bisschen den Häser anmachen, wenn ihr wollt. Machen wir den Häser an. Zeig mal was, was das Gerät kann. Aber jetzt scheint er aufzunehmen, ne? Ja, läuft ja auf jeden Fall. Okay, oder? Dann einfach auf den roten Knopf drücken und fertig. So, okay. Was ist hier? Ja, ich filme mich. Alles hinbekommen? Okay, sagt mir den nächsten Tag, was machen wir hier? Machen wir es einfach nochmal, damit wir hier. Hallo, meine Freunde. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Ihr seid hier live auf meinem Instagram-Profil oder vielleicht auch bei YouTube. Und ich finde es total toll, dass ihr heute alle zuseht. Und das berührt mich total. Und ich bin heute mit meinen neuen Freunden hier. Die habe ich alle kennengelernt. Hallo. Das ist Line, das ist Mercy, das ist Sandy, das ist Marie, Marie, Enningly, und ich chill hoch und ich chill weiter in mein Penthouse. Rapper beuten und Rapper streiten, doch ich höre sie nicht in mein Penthouse. 3, 4. Weg im Internet. Früher war es so, dass wir uns trafen, von 3 bis 6. Mit 14 blau wie ein Tintenfleck. Und wenn wir 6 schrieben, dann kam das Handy weg. Unsere Story so lame. Influencer, die auf Snapchat ihr Leben teilen. Wenn ich einer von verrückte, weiß mir das Handy. I'm not afraid to
Der erste und zweite Part endet, geht der in so einen kleinen Fill, sag ich mal, mit rein. Kurz vorher. Aber das hörst du raus, das kriegst du easy hin. Ja. Ich würde mal reinziehen. Bei der Einstelle da gerade, da könnte man so auch so ein bisschen so ein Tom-Ding machen. Ja. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Was ich auf jeden Fall mache, weil das hört ihr ja, das eine ist laut, das andere ist leiser von den Songs her. Ich passe die alle auf eine Lautstärke an, dann brauchen die vorne nichts drehen und wir hinterher haben unsere fest eingestellte. Ne? Okay, wollen wir den nochmal machen oder? Oh ja. Ja? Mal so fest. Dann machen wir bitte mit ohne Pascal die Version. Mit ohne Pascal. Mit ohne. Wir haben jetzt mit, ne? Ja. Ich habe schon seit zwei Songs oder so keinen Klick mehr auf dem Holz. Ja, es ist normal, weil da habe ich noch keinen produziert, weil der eigentlich mit DJ sein sollte. Aber bei der nächsten Probe hast du das. Ohne Probleme. Phase, kannst du. Phase! Kannst du ein bisschen dirigieren? Kannst du bei dem Song noch ein bisschen dirigieren, so mit Dynamik hoch runter? Inwiefern? So, dass du von euch Stellen ansagst für uns ein bisschen, wo du sagst, hier jetzt runter. Nochmal hoch. Das hören wir. Dann spielt einfach und ich rap jetzt nochmal nicht mit. Wir machen jetzt nur die erste Strophe einmal. Ich hab jetzt beides zugetraut, aber egal. Boah, das ist okay. Bei dem Song. Ja, der geht ihm schon ans Herz. Ja, eigentlich. Alles gut. Das ist so ein Ding. Wir versuchen den mal ganz gefühlvoll zu spielen. Ne? Das ist schön. Ja. Ich setze mich mal wieder zum Mikro. Noch immer alles easy, endlich da mit meiner zweiten Platte. Alles gar nicht so einfach, wenn ich bedenke, was ich alles vorhatte. Wo ich alles hin wollte, doch gewesen bin. So viele, die fragen, wann ich Neues bring, doch Showtime. Jahrelang versucht, mir selbst treu zu bleiben. Neider sein und Freunde bleiben, ist für mich kein gutes Zeichen. Stell die Weichen, bleibt der Gleiche noch im Inneren. Doch hab jetzt Prioritäten, die meiner Meinung nach wichtiger sind. Sprach oft davon, der längste Sommer meines Lebens. Selten Regen war gefühlt auf irgendeinem anderen Planeten. Sie sagen, wow, wir sind beeindruckt. Und ich bin's Tatsache auch, ich bin fucking stolz darauf. Schau die Farbe unter der Haut, bevor ich weit weggegangen bin, hab ich vieles hinterfragt. Heute frage ich mich nur eins, weil dieser Weg vorhergesagt. Glaube eigentlich nicht an Wunder, doch der Scheiß hier wird real. Mama macht sich keine Sorgen, denn ihr Sohn kann's jetzt bezahlen. Und es stimmt, der Scheiß hat mich relaxter gemacht. Was wäre, wenn es mir egal, denn ich bin besser als das. Bin noch viel besser, überzeug mich selbst auf meinen Weg. Und wenn alles bald vorbei ist, kann ich sagen, ich hab gelebt. Struggle nehm ich gern in Kauf. Heute seh ich's entspannt, wenn ich paar Runden drehe. Liege stundenlang am Strand, genieß die Atmosphäre. Schaue zurück,
zurück auf paar harte Jahre. Und sie interessiert es brennend, was ich zu sagen habe. Für mich hat sich die harte Arbeit gelohnt. War absagen gewohnt, alles grau wie der Mond. Okay, ja, die meisten Wege trennen sich. Stimmungen aus Angst und Bedrängnis. Das Team schrieb mir so oft, wir denken an dich und hoffen, dass dieses Ding nicht am Ende ist. Auch keins, der Kopf rattert, die Finger tippen, was Worte sagen. Reicht doch nicht für Porsche fahren, doch brauch auf kein Vorschuss warten. Was ich bis hierhin erreicht hab, kann an keiner nehmen. Bleib independent, geh viral, was ein Phänomen. Und ich sehe es heute so viel Gesichter. Doch zum Glück weiß ich weiterhin, wie's ist, wenn du nix hast. Bin dankbar für alles und jeden. War lange Zeit ein Traum, doch dieses Rap-Ding bleibt mein Leben. Auf jeden. Also dafür, dass ich den Kleiner von euch angekündigt habe, klingt der aber schon ziemlich gut, würde ich behaupten. Geil. Haben wir ihn ja auch schon zum zweiten Mal gespielt. Beim dritten Mal ist perfekt dann alles, ne? Immer noch der Meinung, oder dass du so zwei Fuß hast. Pass auf, ich muss mal kurz anfangen. Diese Räder, die du gerade gedreht hast, ne? Mach ihn mal bitte wieder rein bei dem Song. Ja, den finde ich geil bei dem Song. Und die Farbe auch oder so, rot? Ne, den hätte ich weiß gelassen und ich hätte dann mit den anderen ein bisschen mit Farben gearbeitet. Finde ich sehr geil, Reggie. Okay, also. Warum ich immer wieder aufstehe? Warum ich rausgehe und was aufnehme? Warum ich irgendwie nicht aufgehe? Weil ich schon immer diesen Traum lebe. Ich frag mich nach, ob das noch Sinn macht. Denn tausend Dinge kreisen durch meinen Kopf, die das verhindern. 10 Jahre lang gebraucht, bis ich begriffen hatte. Nix mit Anzug und Krawatte bleibt. Ein bisschen so wie Peter Pan und lebt dann immer nimmer lang. Ich bin und bleib mir selber treu. Bleib im Inneren der Junge, der den Scheiß nicht bereut. Ich bin raus. Das falsch auch. Ja, ja. Von mir aus musst du es nicht. Ich trage mir das ein und wir können das gerne machen. Nee, wir müssen jetzt so spielen. Dann müssen wir wach bleiben. Das ist ja auch mit der letzte Song. Da wird nochmal alles gegeben. Ja.